Das hier ist mit Abstand das größte Paket, was ich von meiner Bobbelträumerei Sabine Helfer jemals bekommen habe. Wir werden es denn auch zusammen öffnen, aber ich muss das Handy immer wieder an die Seite legen. So, Moment. Bitte sehr. Mein lieber Schwan. Ja. Ihr seht es ja, was ich auch sehe. Das sind wirklich Mega Balls. ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, was hier, was ich woraus häkeln, stricken wollte. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das sind definitiv mir zur Verfügung gestellte Stränge. Daraus soll ich dann wohl was Schönes für mich basteln. Vielen Dank dafür, meine liebe Sabine. Da ist noch so ein Strang drinnen. Daraus darf ich mir jetzt, glaube ich, was selber oder? Nee, Quatsch. Nee, das ist, keine Ahnung, auf alle Fälle. Oder es sind schon die, ja, ein so ein Strang oder zwei Stränge von dem Weihnachtskalender, den sie hatte. Eieieiei, jawohl. Supi, ich habe hier ein Geschenk. Ja, ein Geschenk bekommen. Eine Bobbeltasche. Ach, wie süß ist das denn? Ach, herrlich. Vielen, vielen Dank dafür als Geschenk. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Kriege mich hier gar nicht mehr ein hier. So. was ist das jetzt hier? Für was ist das? Ah ja, daraus wird mein Edelmuttuch. Also es ist dann definitiv zweimal Edelmut. 1000 Laufmeter, 200 Gramm. Ich habe keine Ahnung, Leute, was ich daraus basteln wollte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich echt nachfragen, was ich daraus machen wollte. Aber hier liegen auch so viele Strippen daneben. Wahrscheinlich haben die sich gelöst. So, Moment. Das sind nämlich alles ja, das sind alles meine Wunschwicklungen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich daraus. Was ich daraus machen wollte. 2000 Laufmeter seht ihr ja selber. Und wie fertig. Ja, da muss ich sie nochmal fragen, was ich daraus für ein Projekt machen wollte. Mein Gott, ich weiß es selber nicht mehr. Auf jeden Fall zweimal. So, was haben wir jetzt hier? Uff. Hier haben wir. Ah ja. Ah ja, das wollte eigentlich Ponte Wasserfall werden. Okay. Den habe ich ja mittlerweile gemacht. Machen wir daraus was Neues. Aber ihr seht ja, ne? Ein Traum. Diese Farben. Alter. Das sind alles so meine Wunschwicklungen. Herrlich. Das hier ja natürlich auch, ne? Also, ja, okay, das Licht fällt nicht gerade so optimal, aber einfach nur geil. Richtig, richtig schön. So, weiter geht's. Mit was haben wir hier für einen Traum? Feuerwerk und Türkis. Puh, das ist, ja, das ist dann, glaube ich, genau. Das ist dann aus ihrem Adventskalender. Das weiß ich noch. Das ist, dass es da Feuerwerk dabei gab. Geil. Absolut der Hammer. Also, da hat sie nicht zu viel versprochen. Sieht auf den Bildern genauso top aus, wie wenn man ihn in der Hand hat. Super. Ein Traum. Habe ich ja dann viermal mit Lurex. So, wer bist du? Auch nochmal Feuerwerk. Supi. Toll. Ganz, ganz toll. So, was haben wir hier? Auch nochmal Feuerwerk. Also wenn ich mit der Kamera jetzt hin und her wackle, tut es mir leid. Ich muss hier mit einer Hand die Kamera halten und mit der anderen Hand muss ich hier die Wolle rauszupfen. Was haben wir hier? Edelmut. Gut.
Daraus sollte definitiv auch noch ein Tuch werden. Das weiß ich. Ja. Schick, 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 schick. Einfach nur supi. Eine Menge Bonbons. Yay. Cool. Coole Geschichte. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir nochmal schwarz. Das sollte ein Geschenk, Entschuldigung, ein Geschenk werden. Das wird auch ein Geschenk, definitiv. Das ist ein kleiner Bobbel davon. Sehr schön. Hier haben wir nochmal schwarz in riesig. 2000 Laufmeter mit 400 Gramm. Genau. Hoppla Ballett. Ja, das ist dann auch nochmal hier dieser Edelmut. Krass. Richtig nice. Schön. Ja, und nochmal Edelmut. Wer bist du denn? Mal eben gucken, was das hier für einer ist. Ach so, ja, nochmal Poncho Wasserfall. Nur irgendwie andersrum gewickelt oder so. Ja, mache ich einen anderen Poncho draus. Alles gut. 2000 Laufmeter. Ja, sind dann 400 Gramm drauf. Ich hatte ihr da die Wahl gelassen, wie sie es wickelt, was sie da wickelt. Es war mir egal. Hauptsache, sie wickelt. Super, 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 super. Ja. Ich flippe aus. Ich bin aus dem Häuschen komplett. Es ist so toll. Danke, 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 liebe Sabine. Ich weiß ganz genau, dass du diesen Kanal abonniert hast. Ich hab dich mega lieb, auch wenn ich ewig auf mein Paket gewartet habe. Ich weiß, es hatte Gründe und habe die Gründe auch verstanden. Ich habe, ja, man ist mittlerweile befreundet. Dafür deine Freundschaft danke ich dir auch von ganzem Herzen. Ich kann nur ein halbes Herz gerade machen. Das zweite Herz hält die als Handy fest. Ja, ist eine richtig tolle Freundschaft geworden. Richtig super. Ja. Was soll ich sagen, ne? Mir fällt nichts mehr ein. Ich freue mich mega über dieses Paket. Dann wickel mal schön für mich weiter und für die anderen Leutchen, die du noch so als Kunden hast. Was mich mega freut, dass du so viele Kunden hast, wirklich, ist richtig top. Ich wünsche dir, meine liebe Sabine, in 2023 noch mehr Kunden, noch mehr zu tun, dass deine Firma boomt.